Lösen wir ein inhomogenes Differentialgleichungssystem und ich beziehe mich auf die Lösungsmethode, die ich im externen Video bereits bewiesen habe. Wir schauen uns folgendes inhomogenes Differentialgleichungssystem an. Und das soll gelten für t aus dem Intervall hier. Und wir erkennen an der Stelle sofort, das ist mit T0 zu identifizieren. Ja, das ist die Notation, die ich in dem Video verwendet habe, wo ich dieses Vorgehen, das ich jetzt in der Praxis vorführen werde, bewiesen habe. Ja. So. Wir sagen aber hier, wir wollen diesen Schritt der allgemeinen Lösung für das homogene System übergehen und geben an der Stelle sofort die sogenannte Fundamentalmatrix an. Ja? Das heißt, wir suchen eine spezielle Lösung, sodass diese Gleichung erfüllt ist. Also das Fundamentalsystem kann überführt werden in eine sogenannte Fundamentalmatrix und da stehen sozusagen in den Spalten diese Vektoren drin, die kombiniert mit entsprechenden Konstanten dann die allgemeine Lösung des homogenen Systems darstellen. Das ist hier e hoch t, e hoch t, e hoch 2t und 2 mal e hoch 2t. So, damit wollen wir arbeiten. Ja, und jetzt zunächst die Determinante von dieser Fundamentalmatrix berechnen. Ich gehe jetzt nicht mehr näher auf die Theorie ein. Die Theorie ist abgehakt. Ich habe den Beweis geführt. Ja. So, Determinante, die benötige ich, um die Inverse von der Fundamentalmatrix zu finden, beziehungsweise richtig darzustellen. Naja, hier kann ich den Satz von Sarrus verwenden. Dann hätte ich hier zunächst 2 mal e hoch 3t minus 1 mal e hoch 3t ist sicherlich e hoch 3t. So. Daraus folgt unter Verwendung des adjunkten Verfahrens oder Gauss-Jordan, je nachdem was man besser beherrscht, um eine Inverse zu finden. 1 dividiert durch e hoch 3t, hier kommt der Kehrwert der Determinante zum Tragen, mal, jetzt so eine 2-Kreuz-2-Matrix kann man auch ohne die Theorie schnell, ja, invertieren. Man vertauscht diese Einträge auf der Hauptdiagonalen und negiert die Nebendiagonale. Also habe ich hier, und natürlich muss man dann auch die Determinante berechnen und den Kehrwert dazu multiplizieren. Das wird häufig dann vergessen, wenn man diesen, in Anführungszeichen, Trick hier verwendet. So, ich habe hier 2 mal e hoch 2t minus e hoch 2t. Hier habe ich minus e hoch t und e hoch t. So rein multipliziert ergibt das zunächst, naja, 2 mal e hoch 2t dividiert durch e hoch 3t minus e hoch 2t dividiert durch e hoch 3t. Minus e hoch t durch e hoch 3t und hier schließlich e hoch t durch e hoch 3t. Ja, e hoch 3t ist ja nichts anderes als e hoch t dreimal mit sich selbst multipliziert, also kann ich hier an der Stelle kürzen. Ich kann dann e hoch minus t, das entsteht, in den Einträgen rausziehen aus der Matrix, weil es eben in jedem Eintrag dann vorhanden ist und dann habe ich tatsächlich 2 minus 1 minus e hoch minus t, e hoch minus t. Warum so lange umformen? Naja, das ist dann beim Integralberechnen eben besser, wenn man hier Zahlen hat. So, jetzt verwenden wir das Integral, das ich im Beweis auch verwendet habe, um letztlich den Vektor c in Abhängigkeit von t zu finden. So, und das ist das Integral von t0 bis t über den Vektor e hoch minus t Hut, weil ich hier schon t vergebe bei der Grenze,
Ja, jetzt kommt eben die Inverse multipliziert mit dem Vektor b. Wir vergeben hier t Hut, ja, nach t Hut. Hier habe ich dann 2 minus 1 minus e hoch minus t Hut, e hoch minus t Hut. So, das ist zunächst das Integral von t0 bis t, e hoch minus t Hut. So, das ergibt einen Vektor. Also habe ich hier zu klammern, ja, das sind seine Komponenten nach t Hut. Und dann habe ich hier 2 mal e minus, beziehungsweise 2 mal e hoch minus t Hut minus e hoch 3 mal t Hut minus e hoch minus 2 mal t Hut addiert mit e hoch 2 mal t Hut. Jetzt kann ich komponentenweise hinein multiplizieren. Und identifiziere ja an der Stelle T0 mit 0, ja? Mit 0. So. Das ist die Notation in meiner Beweisführung. Da habe ich T0 verwendet, aber T0 ist ja eindeutig auf die Aufgabenstellung definiert, also habe ich hier 0 zu setzen. Also Integral von 0 bis T. Und dann habe ich hier den Vektor zu integrieren, 2 mal e hoch minus 2 mal t Hut minus e hoch 2 mal t Hut. Und hier hätte ich minus e hoch minus 3 mal t Hut plus e hoch t Hut nach t Hut. So, wenn man einen Vektor integriert, muss man komponentenweise seine Einträge integrieren. Das kann man als vektorwertige Funktion verstehen, die integriert werden soll. Und jetzt kommt eben der entscheidende Gedanke. Da ist, also jetzt kommt sozusagen der Moment, wo die häufigsten Fehler entstehen. So, wir haben ja hier die Integrationsgrenze 0 korrekt gesetzt. Und jetzt hätte ich hier als Ergebnis minus e hoch minus 2 mal t, minus 1 halb mal e hoch 2 t, und hier hinten hätte ich minus 2 minus 1. Und hier hätte ich e hoch minus 3 t Drittel addiert mit e hoch t, und hier hätte ich minus 1 Drittel plus 1. So. Die hier setze ich 0. Die setze ich deshalb 0, weil die allgemeine Lösung von diesem System setzt sich ja zusammen aus der homogenen plus der speziellen. Wir ermitteln gerade einen Teil, nämlich den Vektor c von t, der in der speziellen Lösung zur Anwendung findet. Aber hier stecken bereits die zwei Konstanten drin, die ich benötige, wenn ich auf dieses, ja, Differentialgleichungssystem ein Anfangswertproblem definieren möchte, ja. Also kann ich diese Konstanten 0 setzen, und zwar deshalb, weil ich die mit diesen Konstanten zusammenfügen könnte. Ich könnte ja die wieder verbauen in diesen Konstanten. Ich habe schon zwei Konstanten, ich brauche keine neuen Konstanten. Denn es gilt ja, diese allgemeine Lösung ist diese Fundamentalmatrix, die multipliziert wird mit dem, ich benutze natürlich die Notation aus meinem externen Video, C0 Vektor, addiert mit, und hier würde jetzt das Integral kommen, ja, dieses bestimmte nach TT Hut, ja. Wenn jetzt hier nochmal ein konstanter Vektor entsteht, dann fasse ich den einfach mit den konstanten Vektor zusammen, weil ich brauche nur zwei Konstanten für dieses System. Allgemein gesehen n-Konstanten für ein, ja, konstant, ein Differentialgleichungssystem mit einer, ja, Matrix, Koeffizientenmatrix mit n Zeilen und n Spalten. So, also an der Stelle ist klar, wir brauchen das hier hinten nicht betrachten. So. Jetzt habe ich diesen Vektor. Jetzt folgt meine spezielle Lösung, nämlich
Fundamentalmatrix multipliziert mit diesem Vektor ist so e hoch t, e hoch t, e hoch 2t, 2 mal e hoch 2t multipliziert mit ja, minus 1 halb e hoch 2t minus e hoch minus 2t, Klammer, Klammer, Komponent muss man klammern, 1 Drittel mal e hoch minus 3t plus e hoch t. So, jetzt habe ich ein Matrix mal Vektorprodukt hier zu verrechnen. Dann habe ich zunächst minus 1 halb e hoch 3t, ja, minus e hoch minus t plus 1 Drittel e hoch minus t plus e hoch 3t. Hier hätte ich minus 1 halb e hoch 3t minus e hoch minus t plus 2 Drittel e hoch minus t plus 2 mal e hoch 3t. Zusammenfassen, dann habe ich den Vektor in den Komponenten 1 halb e hoch 3t minus 2 Drittel e hoch minus t, erste Komponente, zweite Komponente, 3 halbe e hoch 3t minus 1 Drittel e hoch minus t. So, jetzt überprüfen wir die Lösung, verifizieren wir die Lösung. Es muss ja gelten, die zeitliche Ableitung der speziellen Lösung abzüglich Matrix-Vektorprodukt muss b ergeben. Ja? Wir haben hier die Abhängigkeiten formuliert, also formulieren wir sie hier auch. So, ja, die Lösung abgeleitet. Das ist das hier. Abgeleitet. Das sind einfach E-Funktionen ableiten. Dann hätte ich hier 3 halbe, dann hätte ich hier plus 2 Drittel, hier hätte ich 9 halbe und hier hätte ich plus 1 Drittel. Ja? Also 3 halbe, 2 Drittel, 9 halbe, 1 Drittel. So, das wäre dieser Teil. Dann habe ich die Matrix, die war 0, 1, minus 2 und 3. 0, 1, minus, minus 2 und 3 wird verrechnet mit, naja, 1 halb e hoch 3t minus 2 Drittel e hoch minus t und hier, ja, 3 halbe e hoch 3t, jetzt den wieder rückwärts lesen, minus 1 Drittel e hoch minus t. So. Puh, ist gleich. Das können wir hier vorne erstmal übernehmen, ja. 3 halbe e hoch 3t plus 2 Drittel e hoch minus t, ja. Jetzt haben wir hier ein Minus, und aber hier steht eine 0. Also wenn ich die erste Rechnung hier durchführe, dann brauche ich mir nur diesen Eintrag anschauen, muss aber das hier beachten. Also hätte ich hier minus 3 halbe e hoch 3t und hier hätte ich schließlich, zunächst hätte ich Minus, aber wegen dem Minus bekomme ich Plus. Also plus 1 Drittel e hoch minus t. So, an der Stelle sehe ich, die heben sich schon mal weg. Ja, das ist gut. Dann hier erkenne ich bereits 2 Drittel und 1 Drittel ist e, und hier jeweils e hoch minus t. Also 2 Drittel und 1 Drittel ist ja 1. Ja. So, dasselbe Spiel hier unten. Ich habe zunächst 9 halbe e hoch 3t plus 1 Drittel e hoch minus t. Jetzt hätte ich hier Minus und Minus. Also diese minus 2 zunächst mit dem verrechnen, dann hätte ich hier oben minus e hoch 3t, aber minus dazu hätte ich plus 1 halb, ja, beziehungsweise 2 mal 1 halb ist 1, also dann hätte ich plus
e hoch 3t. Also hätte ich hier plus e hoch 3t. Selbe Spiel hier hinten, 2 mal 2 macht 4, aber das Minus noch beachten, also minus 4 Drittel e hoch minus t. Jetzt hätte ich hier 3 mal 3 ist 9, also 9 halbe, positiv, aber das Vorzeichen kommt ja noch dazu. Also habe ich minus 9 halbe e hoch 3t und letztlich habe ich 1 Drittel mal 3 zu rechnen. Hätte ich hier minus e hoch minus t, aber das Minus kommt dazu, als hätte ich plus e hoch minus t. So, was erkennen wir hier? Die heben sich auch weg. So, und jetzt fassen wir mal diese Terme hier zusammen. So, das mache ich an der Stelle. Oder nee, ich möchte es sauber machen. Wir formulieren nochmal einen Vektor. Nochmal einen Vektor. Und jetzt klammere ich hier oben zunächst mal e hoch minus t aus. Dann hätte ich hier das. Machen wir es ganz ordentlich, ja. Und dann hätte ich hier zunächst, ja, e hoch minus t auszuklammern. Ich sammle die ganzen Koeffizienten ein. 1 Drittel minus 4 Drittel plus 1. Und dann hätte ich hier tatsächlich plus e hoch 3t noch zu schreiben. So, jetzt schauen wir zurück zum Vektor b. Der Vektor b hat die Gestalt e hoch minus t im ersten Eintrag, e hoch 3t im zweiten Eintrag. Also das wäre an der Stelle jetzt zu überprüfen. Stimmt das wirklich? Und wenn das stimmt, dann ist unsere Lösung verifiziert, ja? Ja, das ist 1, ja? Also ist die Gleichheit schon mal erfüllt, denn hier steht e hoch minus t und hier steht e hoch minus t. Wenn das jetzt 0 ergibt, dann steht auf dieser Seite der Gleichung e hoch 3t und auf der rechten Seite der Gleichung e hoch 3t und damit ist unsere Lösung, diese spezielle Lösung, verifiziert. Das ist die spezielle Lösung des inhomogenen Differentialgleichungssystems. So, also wie machen wir das an der Stelle? Ein Drittel erweitere ich zunächst mit 3. 1 kann ich mit 3 erweitern. Jetzt habe ich gleichnamige Brüche, jetzt habe ich 3 minus 4, beziehungsweise wir brauchen ja hier nicht mit 3 erweitern, was rede ich denn für einen Quatsch? Das ist ja schon 3 hier, wir erweitern die 1 mit 3, ja. Also hätte ich hier tatsächlich 1, großer Bruchstrich, plus 3 und jetzt erkenne ich doch wunderbar, ja. Ich habe hier die beiden noch zusammenzufassen, meinetwegen, dann hätte ich hier 4, aber ich habe hier nochmal minus 4. Und dann habe ich tatsächlich 0 durch 3 und das ist 0. Also ist das hier tatsächlich 0. Und unsere Lösung stimmt, ja. Das ergibt den Vektor b. Gut, damit ist unsere, ja, Lösung verifiziert.